Meine lieben Freunde, heute ist es, kommt der Diss-Track, also heute ist der Diss-Track rausgekommen, worauf wir alle gewartet haben. Ne? Kapital, bra, Mishi, sein bra, Diss-Track gegen Kapi Bushido. Kapi ist echt mein bra. Selber, der Diss-Track von Bushido hat Kapi schon ein bisschen wehgetan, ne? Auch genervt, ne? Auch sauer gemacht. Sehr deswegen sauer gucken wir jetzt mal, wie Kapi darauf reagiert. Ich denke, das wird schon hart. Ich glaube auch. Ich denke, das wird hart. Deswegen, wir gehen rein. Ja, er featuret sich einfach selber. Kapital Bra wie Joker. Ist auch erster Song so, oder? Ja, ja, noch nie. Ha, Batman. Gestern waren's Arabas, danach Panzerglas, dann Spiegel-TV-Kameras und heute sind's wieder Arabas. Weil Bushido ist ja wieder mit den Arabas. Ja. Mit den arabischen Menschen. Ich hab ne Schafe, sag mir was aus Dubai. Ich hätte gleich sagen können, Schutzhahn ist günstiger als Dubai. Und Werder Bremen werd ich nicht erwähnen. Es ist ein Grund für Mord, über andere Frauen zu reden. Du bist vergangen. Ihr wisst selber, Werder Bremen wegen Bushido, Bushidos Frau. Ja. Das. Vergangenheit. Nach dem B kommt das C. Deine erste Nummer 1 war mein Lelele. Lelele. Stimmt das wirklich? Ich weiß es nicht. Stimmt das? Ist Bushido davon nicht eins gegangen in der Single? Lelelele. Ich hab Kugeln für euch. Lelelele. 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 Kapi Vapes oder was? Lelelele. Kapital, ich bin doch nicht am Schlafen. Derbo. Echtzeit. Ich hab Kugeln für euch alle. Let's go, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nach vorne. Man muss ja auch nebenbei erwähnen, ne, er hat da gedreht, wo Bushido und Arafat auf ein Grundstück zwei supergeile Villen gebaut haben. Ne? Okay, und er dreht anscheinend in dem Haus, wo Bushido leben sollte, gelebt hat. So. Boah, sieht Bushido schon ähnlich? Ja, schon. Okay, let's go again. Der alte Sack hat mich gedisst und ist jetzt glücklich. Auf einmal hab ich Hater über 40. Der Bastardsohn redet viel, doch haut dann ab. Vom Finanzamt und nicht vor Arafat. Und was die Leute nicht begreifen, wir zahlen mit unseren Steuern, die Cops, die ihn begleiten. Bei Sonny Black warst du noch ein Taliban. Heute bist du ein Flüchtling in Dubai, weil Kapi kam. Es ist zur Zeit. Okay. Ja, wie fällt dir das gut, ja? Ehrlich. Black, warst noch ein Taliban? Heute bist du ein Flüchtling in Dubai, weil Kapi kam. Es wird Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Zu den Hurensöhnen aus Dubai und aus Deutschland. Woran das eine Anspielung ist. Muss man nicht zu viel zu sagen, oder? Geil! Zu den Opfern, zu den Heuchlern, denn sie sagen, Geld geht über Freundschaft. Wow, ich bin ein Junkie, was rap ich schon seit 8 Alben, 23, 1 und 11 Millionen Einheiten. 23, 1. Ich muss sagen, Digga, alles Rekord in Deutschland, ne? Darf man nicht vergessen. Ja. Das ist Rekord. Alle sagen, Kapi, Junkie, Junkie, aber der Junkie spielt die besten Zahlen, weiß ich mal. Sie bellen bei Instagram und TikTok. Bushido ist ein Hurensohn, ist bei uns nur ein Sprichwort. Ich wollte. Okay, wir gehen rein, ich bin gespannt. Bellen bei Instagram und TikTok. Bushido ist ein Hurensohn, ist bei uns nur ein Sprichwort. Ich wollte cool bleiben, bra. Doch scheiß mal drauf. Ich ficke deine Mutter, das heißt, ich hol Tote rauf. Was sogar der. Tschüss. Digga, tschüss. Kapi lässt nix übrig jetzt, ja, das ist echt. Da geht doch alles, ne? Ja. Er hat gesagt, man redet nicht über andere Frauen, da sei ich schon tot daraus. Und was du gerade hörst, gibst du an die Cops weiter. Fick der Produzenten und Ghost weiter, ich guck's weiter. Rolle im Bugatti. Der wird nicht aufhören wegen Bushido, ne? Es geht weiter für ihn. Okay. Zwei Rolle im Bugatti, auf Fabiat und Benzo. Sie sagen, ich bin Junkie, ich sage, mir gefällt so. Wer macht besser keine besser Finger. Lass die Finger von den Drogenkindern. Genau. Ist nicht gut, falscher Ärger. Keine Finger an Drogen haben. So, wer macht sich in die Hosen? Wegen Drogen, du hast sie eingekackt und bist direkt weggezogen. Mach dich schön auf Araber, du bist ein Dayus. Ein Beach, ein Salem, ein Nigger, German Juke. Wow.
Digga, die hat alles gesagt, was man sagen kann, ne? Ey, by the way, es gibt was Neues, Digga. Dayus Ballon d'Or, Digga, gibt's jetzt, ne? Also Dayus heißt ja sowas wie jemand, der seine Frau zur Show stellt, so, der die so hier und so, die ist da sowas, ne? Ja. Und das waren Bushido und Anna-Maria halt bekanntlich, das ist ja so. Die reden darüber, wie oft die Geschlechtsverkehr haben und so, Digga. Cringe. Und jetzt weißt du, warum ich zu dir Bastard sage. Du fängst deine Freundin nach 20 Jahren für Wasserflasche. Wegen Steuerschulden, wegen noch mehr Batte. Wer ist jetzt die Ratte? Bratte. Warte, ich könnte doch viel erzählen, wenn ich doch weiß. Yassa, ey, guck mal. Yassa, Muchaka. Ja, ja, ist klar. Kino kriegt Angst. Nochmal zurück. Eierflatter. Warte, ich könnte doch viel erzählen, wenn ich doch eingehe. Zum Beispiel von deiner Scheinehe. Du bist ein Unterdrücker und du warst nie fair. Leute wissen alles über dich, doch ich weiß viel mehr. Kapital, nicht Flair, ich fick deine Dreckslage. Ich lauf durch Berlin ohne 109 Prozesstage. Was für Schulden bei Finanzamt, wer glaubt das? Ich fick Eulen in dem Haus, was du gebaut hast. Das ist hart. Tut mir auch ein bisschen, ehrlich. Das tut echt weh, Digga. Wird mir wehtun. Du hast vor allem, wenn er dann noch Drogen nimmt und so. Und du denkst, der Junkie, Junge. Du hast Komplexe, weil du hast zu Hause nichts zu sagen. Du weinst vor Kameras, Bruder, mir willst du verarschen. Gucci Italia, ich ficke deine Legacy. Du warst niemals Mafia. Du bist fake, ich schreib selber alles, was ich fühle. An deine Fans, sorry, eure Kindheit war eine Lüge. Als euch steht mal Habibi, falls ihr es noch nicht wusstet, Batman ist NSA, Gigi. Und Digga. Das ist der Joker. Hey, Digga, was geht ab, Alter? Richtiger Psychothriller hier. Ja, Film, ein Video ist brutal. Ja, ja, ist so Video finde ich richtig geil. Das ist Prada, voller Para. Ich bin Joker, ich nehm Batman auseinander. Bushido, sag mir, wie oft hörst du denn am Tag? Du hast mir nichts zu sagen, denn du bist nicht mein Vater. Samurai. Bruder, ey, Digga. Geil, okay. Digga, ich muss sagen, das am Ende hat den ganzen District. Das am Ende hat den ganzen District nochmal gerettet. Geil. Weil das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen, nicht alle Kinder sind von Bushido. Das kommt noch dazu, ne? Leute wissen das. Vielleicht denkt ihr, das kommt von Bushido zu, aber die Kinder, die gemeinsam haben, sind nicht alle von Digga. Das ist hart. Boah, das tat auch ein bisschen weh. Das kam auch schon mal vor, dass jemand das gesagt hat, auf jeden Fall. Ich bin Joker, ich nehm Batman auseinander. Bushido, sag mir, wie oft hörst du denn am Tag? Du hast mir nichts zu sagen, denn du bist nicht mein Vater. Samurai ist ein Junkie und sie wollen es auf Kapi werfen. Weil Bushido sein Vorschuss, da kannst du nicht mal Junkie werden. Stell zu, mit Wein. So schlecht, so wenig, Alter. Kriegt Bushido so wenig Cash oder was? Haben die so wenig gegeben, oder was? Stell zu, mit Weingläsern, Rapper unter meinen Rädern. PA, nimm dein Köter an die Leine, sonst muss ich einschläfern. Yakari auch nochmal mitgenommen, so auf locker, auf nebenbei. Ein am Ende, so bam, bam, ja, rein. Das war schon ein kleiner Samurai, das auf jeden Fall. Ja, Samurai ist ein Junkie, die wollen auf Kapi stehen, ja, klar. Joker, Poker, auf der Hand eine Straße. Ich hab Joker, ich brauch keine Asse. Bushido, ich fick deinen Arsch, weil du Fitner machst. Und Hurensohn, wer mit dir noch ein Feature macht. Ansage an die gesamte Deutschrap-Szene, ne? Heftig. Schisch. Ja, krass. Geil. Also war geil. Also war wirklich geil. Für mich Kino. Sehr irgendwie. Unterhaltsam. Ja, sehr unterhaltsam. War wie ein Film aufgebaut, Digga. Ich fand das richtig gut, Digga, ehrlich. Ja, Intro. Also es gab jetzt nicht so viele krasse Punchlines, finde ich. Nee, aber reinging. Kam aber gut auf den Song so. Aber es war sehr unterhaltsam, wie er das gestaltet hat und so, fand ich, Digga, ehrlich. Video auch cool. Geil. Und der letzte Part war auch noch sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig. Man setzt sich einfach Kapital Bra mit Joker Bra Feature, Digga. Feature. Auch krass. Gutes Feature. Ich bin gespannt, wie Bushido antworten. Digga. Nee, ne? Was denkt ihr über den Song? Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, das und schreibt mal auch, unbedingt. Das ist Kapi, sein finaler Diss-Track gegen Bushido. Ja. Bushido haben wir ja gehört, jetzt Kapi. Was sagt ihr, welcher Song ist besser? Ja, und schreibt mal, ob ihr denkt, dass Bushido antworten wird. Ich denke nicht mehr. Denn ich glaube auch, eine Story, wo der Hurensohn sagt, so, weißt du. Aber es wird noch Siki-Diss geben, auf jeden Fall. Ja, ach klar. Aber geil, Alter. Sehr, sehr nice, Alter. Unterhaltsam, auf jeden Fall. I'll be there for you, 'cause I know.